Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und auf der CES 2012 in Las Vegas. Und Motorola zeigt hier das Droid Razr Max. Und wenn ihr das Droid Razr kennt, dann wisst ihr, das ist ein wirklich dünnes Phone. Und manchen ist aber die Akkulaufzeit nicht gut genug gewesen. Da hat sich Motorola gedacht, ja gut, machen wir hier das Razr Max. Ihr seht, es hat 3300 mAh. Das ist für ein Smartphone eigentlich schon sehr ordentlich. Wir haben einen Dual-Core 1,2 GHz Prozessor. Und wenn wir uns das Smartphone mal anschauen, ist es immer noch relativ dünn. Es ist hier von oben genauso dick wie das Razr, aber das normale Razr wird ja dann unten hin dünner und das bleibt dann einfach konstant gleich hier. Aber ansonsten hat sich hier nicht viel geändert. Wir haben hier immer noch die Lautstärke-Taste, den Power-Button, oben den Micro-HDMI-Port, Micro-USB und den Kopfhöreranschluss. Und auf der linken Seite haben wir den Port für die Micro-SIM und für Micro-SD-Karten. Unten haben wir die vier Touch-Tasten und oben natürlich die Frontkamera hinten. 8 Megapixel mit Fotolicht und das Ganze können wir noch Full HD Videos mitdrehen. Also das Droid Razr Max, eigentlich das Razr nur mit einer 3300 mAh Batterie. Also